Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich für euch natürlich italienische Momente. Dann mischen wir einen Poncho und danach nehmen wir uns Zeit fürs Meer. Und jetzt viel Spaß! Weil wir alle so voller Vorfreude sind und schon mal gemeinsam einstimmen wollen auf Italien, kommt jetzt das, genau, Best of Italy. Und wir freuen uns, wenn ihr hier unten drunter heute eure schönsten Italienbilder postet. Und jetzt... Le più belle dei canzone sono le canzone d'amore, le più belle parole sono quelle del mio cuore, la più bella delle storie è la nostra storia d'amore, è la più bella vita è quella passata con te. Ciao, buongiorno, benvenuti a Roma. Siamo alle Schisse. Ganz Italien quasi. Allora, wir fahren heute nach Florenz. Ach, gewaltig, wenn man weiß, wie das errichtet worden ist. Und das jetzt mal die Natura zu sehen, ist einfach wunderbar. Von Livorno nach Lucca bis nach Pisa mit dem Fahrrad. Und jetzt sind wir hier am schiefen Turm. Wer eine Münze in diesen Brunnen wirft, und das machen Sie mit der rechten Hand über die linke Schulter, so werfen Sie eine Münze in diesen Brunnen, dann heißt das, Sie werden mal zurück nach Rom kommen. Die Eindrücke kommt sich wirklich vor, als würde man noch durch die Antike laufen. Ganz fantastisch. Wir sind auf dem Ätna, eine der ältesten und aktivsten und größten Vulkane Europas. Da war ich überwältigt, habe ganz was anderes erwartet. Das müsste man so einbrennen, diese Augenblicke für sich selbst. Hier ist es auch hübsch, weil die Sonne scheint und hier hat man einen super Ausblick. Mille grazie, oder wie unsere italienische Entertainment-Managerin Silvia Minardi sagen würde, grazie schön! Grazie schön. Und jetzt fahren wir direkt rüber von Italien nach Madeira. Und weil heute die 222. Sendung ist, machen wir da was mit Schnaps. Und das seht ihr jetzt. Inacio, was ist das in meiner Hand? Das ist unser originaler Mixer. Typisch. Mixer? Genau. Das war's. Ein manueller Mixer. Genau, weißt du das? Das ist gut. Das ist ein manueller Mixer, genau. Das hilft uns, zu unserem Poncho machen. Ja. Benutzen wir noch frische Sachen. Ja, wie machen wir denn Poncho, Inacio? Ich bin ja wirklich nicht prädestiniert, um sowas zu tun. Viele Leute fragen mich, viele Leute heute sagen mich, wie machen Sie Poncho? Ja. So, zuerst ganz wichtig, wir müssen Zuckerrohrschnaps benutzen. Ist nicht so 50% stark. Alkohol. Genau, nicht so viele. Bist du irre? Nicht so viele, 50% ist nicht viele. 50% ist nicht viel, nee, das stimmt schon, ja. Geht alles zum Frühstück, ne? Noch Vitamine, so. Limette. Ja. Limette, ja. Limette. Die ist ohne Alkohol, Könnt ne? Kannst du ein bisschen reinmachen. Alles? Bisschen. Bisschen, das halbe Ding ist voll. Genau. Oh, Inacio, ich treffe nicht mal. Ich bin. So, die Hälfte ist leider daneben, meine Damen bisschen, und Herren, schade. Ein bisschen Orange. Ein bisschen Orange, ja. Oh, wow, es ist vorbei. Normal. Mit mir kann man gut arbeiten, jetzt sehen das schon. Benutzen wir das, da geht's rein. Handruhe. Meine Hand ist so klein, dass ich. Und dann muss pressen. Deswegen heißt Manuela. Was heißt das? Achso, ja, deswegen manuell. deswegen heißt es Manuela. Gut pressen. Genau. Ein bisschen Schnaps rein, Laura. Schnaps? Zucker oder Schnaps? Ja, aber das sind 50%, ne? Das nicht viel. Musst du morgen fahren? Nicht. Nee, ich muss. Ich kann. Ein bisschen mehr rein. Poncho. Inacio, wer soll das trinken? Um Gottes Willen. Lass mich. Okay, okay. Ist okay? Na, yes. Gott sei Dank. Jetzt benutzen wir etwas. Da ist die halbe Pulle drin. Ganz wichtig. Was ist das? Honig. Honig. Ich habe gesagt, noch gesunde Sache. Nur gesunde Sachen. Ja, Honig ist, glaube ich, das. Ja, aber der Zuckerrohrschnaps, ich glaube, das ist das Gesündeste, das stimmt schon.
So, so viel? Ja. Mehr? Vielleicht nicht so viel, aber ist okay. Nee. Ist ja, genau so viel, vielleicht nicht so viel. Und jetzt, wie Feuer machen? Feuer machen? Zwei Hände, gut mixen. Mix it, baby. Genau. Ich habe noch nie Feuer gemacht, Ignacio, ich habe Feuerzeug, Mensch. Und ein Streichholz. Ja, also sieht zu süß. Ja, bei dir ist auch irgendwie scharf. Ach, zu süß. Bist du irre? Schnaps. 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 Wieso? So lang. Ignacio, das jetzt. Offen machen. Ich soll das. Oh Gott. Ah. Ey, es tut mir echt leid, wer der ist. Morgen sind Tage. Niemand braucht wachen. So. Ja, so. Ich glaube, das ist lecker. Da. Yeah. Oh ja, mein T-Shirt kommt. Yeah. Also, jetzt meine Flasche ist leer, Leute. Noch nächsten. Ja, ich mach das mal aus. Vielleicht. Vielleicht. Nicht so viel. Nicht so viel. Nee, das ist ja. Süß. Das wird sonst zu süß, ne? Das ist ja krass. Das ist ne? Süß. Naja. Wir wollen, ist ja ein Diät-Cocktail, ne? Was du, Lara? Wenn du drei Ponche trinken, kannst du perfekt Portugiesisch sprechen. Das glaube ich, ja. Ich glaube, bei mir reicht ein halber. Funktioniert. Ja? Bei dir ist irgendwie so viel Schaum da drin. Bei mir wird das irgendwie nicht. Bei mir ist es eher so eine Brühe. Ja? Schön. Ist ganz fertig. Ja? So, warten. Ey, ich habe gedacht, mir wurde gesagt, gehst du auf die Stella, da hast du Spaß. Genau, ja. Lara, willkommen zu Hause. Guten Morgen! Saude! Muss man das eigentlich auf einmal trinken? Warum nicht? Lecker, lecker. Laura? Mhm. Wie geht's dir? Ja, gut! Toll! Ja, geht bergauf, Leute! Hä? Ja. Wie sagen Portugies? Saude! Saude! Ja, genau, funktioniert hier! Will das mal einer probieren eigentlich? Genau, bitteschön. Wollen Sie Poncha? Ja, Sie sehen schon so mutig aus. Aber Sie müssen gleich in die Kamera trinken und sagen, das ist super lecker. Saude. Saude. So, jetzt gucken wir mal. Hallo, bitteschön. Was ist? Das heißt super lecker, meine Damen und Herren. Lecker, lecker. Und so wie der Frau in dem Film gerade, ging es mir auch. Ich war selber dabei und habe vorgestern mit Ignacio zusammen einen von seinen wunderbaren Drinks getrunken. Und ich muss ehrlich sagen, gut, ich trinke nicht so viel Alkohol, also eigentlich eher wenig. Die Wirkung war bemerkenswert, wollen wir es mal so sagen. Und jetzt nehmen wir uns alle Zeit fürs Meer. Richtig schön Ruhe, Meer und Gelassenheit. Und zum Schluss, wie immer, die schönste Musik von Bord mit den wunderbarsten Bildern von unseren Reisen und heute natürlich mit ganz, ganz, ganz viel italienischen Emotionen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und bleibt gesund und bis zur nächsten Woche.
Grazie mille. Nee, wie sagt der Italiener? Grazie schön. Grazie mille, kann ich nur sagen. Oder wie eine unserer Entertainment-Managerin, wie sagt sie immer? Grazie schön. Nochmal. Grazie mille. Nee. Und da mischen wir uns, weil heute die 222. Sendung ist. Aber vor allem mit richtig viel italienischer Gänsehaut. Und jetzt geht's los. Bis zur nächsten Woche. Italienische Gänsehaut. Was? Italienische Gänsehaut. Hey. Keine deutsche Gänsehaut. Hey, italienische, hallo, italienische Gänsehaut. Italienische Gans an sich ist viel fröhlicher als die französische Gans zum Beispiel. Weil die französische Gans mit der dicken Leber. So, und die italienische Gans ist so. Hier, und das sage ich jetzt ganz offen. Ich bin der Gänsehaut-Experte, Freunde. Geht's los? Ja, jetzt, ach, ich darf schon. Ich wollte mich nur warm sprechen.